Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also ich möchte das Ganze jetzt mal etwas unaufgeregter vortragen. Einig sind wir uns, Frau Kipping, alleinerziehende Mütter und Väter leisten viel. Ihr Antrag gibt heute die Möglichkeit, mal aufzuzeigen, was die Bundesregierung für Alleinerziehende, wie sie sie unterstützt und wie sie sie entlastet. Und wir sind uns auch einig, wenn wir sagen, wir müssen uns für die Lebenssituation von Kindern stark machen. Aber für uns in der CDU/CSU ist klar, dass wir Eltern, Väter wie Mütter unterstützen. Aber wir sagen gleichzeitig auch, wir nehmen Eltern die Verantwortung nicht ab. Egal, ob sie alleine wohnen oder ob sie gemeinschaftlich wohnen. Dafür steht unsere Politik. Und da wir uns dem Thema Alleinerziehenden aus einer anderen Sicht nähern, erlauben Sie mir einige Vorbemerkungen. Im Rahmen einer modernen und zukunftsweisenden Familienpolitik orientiert sich die Bundesregierung schon an der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Nämlich sie schafft die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und bietet damit auch Perspektiven für eine eigenständige Lebensgestaltung. Die Koalition schafft gute Rahmenbedingungen für Eltern, egal welches Elternmodell gelebt wird. Und was haben wir allein in dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht? Der Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende wurde erhöht. Der Kinderzuschlag wird aufgestockt. Wir haben weiter massiv investiert in den Ausbau der Kinderbetreuung. Und wir haben uns auch dafür eingesetzt, dass die Kita-Öffnungszeiten erweitert werden. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist heute aus unterschiedlichen Gründen ein ganz wichtiges Thema. Und ich schiebe noch einen Gedanken ein. Für viele Unternehmen in meinem Wahlkreis in Südwestfalen ist klar, nicht nur die Familien profitieren von einer verbesserten Betreuungsinfrastruktur. Gut ausgebildete Frauen und Männer sind wichtig für die Unternehmen. Und das wissen die Unternehmer. Und sie bieten nicht nur flexible Arbeitszeitgestaltung, sondern auch flexible Ausbildungsmodelle. Wenn ich jetzt dran denke, Ausbildung in Teilzeit, die der ganzen Familie oder den Einzelnen und damit Alleinerziehenden zugutekommt. Und der Kollege Paschke hat es ja auch erwähnt. Es geht darum, weiter in Ausbildung, in Qualifizierung zu investieren. Warum erwähne ich das jetzt? Sie können ja den Eindruck haben, als hätte das nichts mit Ihrem Antrag zu tun. Wir nehmen beim Thema Alleinerziehende oder haben mehrere Aspekte dabei im Blick. Zum einen sagen wir, wir spielen Menschen nicht gegeneinander aus. Wir haben Alleinerziehende, die, wie ausgeführt im SGB II, Leistungsbezug sind. Aber wir haben auch Alleinerziehende, die in Vollzeit oder in Teilzeit beschäftigt sind und damit ihren Lebensunterhalt bestreiten oder die auch aufstocken durch die Grundsicherung. Ja, aber wir müssen doch alle Alleinerziehenden im Blick haben und auch die Alleinerziehenden, die wirklich alleinerziehend sind und den Spagat jeden Morgen hinlegen, zur Arbeit gehen, Kinderbetreuung leisten und so weiter. Also ich meine, wir meinen, wir sollten diese Gruppen nicht gegeneinander ausspielen und jede Gruppe der Alleinerziehenden hat es verdient, dass wir in gleicher Weise an sie denken. Bei Ihrem Antrag, Kollegen der Linken, entsteht wieder einmal der Eindruck, als habe die Bundesregierung die Personengruppe der Alleinerziehenden, welche im SGB II Bezug ist, nicht richtig im Blick. Und dabei bildet das SGB II die besondere Förderung von Alleinerziehenden ab. Drei Punkte. Wir haben nicht nur einen grundsätzlichen Mehrbedarf und eine Entlastung in den sogenannten temporären Bedarfsgemeinschaften, sondern wir ermitteln und erstatten auch heute schon angemessene Kosten für Heizung und Unterkunft. Und on top, außerdem, erstatten wir die zusätzlichen durch das Umgangsrecht bedingten Fahrtkosten. Und wenn ich mir in meinem Jobcenter die verschiedenen Leistungsempfänger von Alleinerziehenden im SGB II anschaue, so ist jeder Fall völlig individuell. Es gibt Fälle, da wohnen die getrennt lebenden Eltern in einer Stadt oder in der Nachbarstadt. Es gibt aber auch Fälle, wo ein Elternteil in einem, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen lebt. Da entsteht ein hoher Fahrtkostenaufwand und Unterkunftsbedarf am Wochenende.
Und es geht auch manchmal darum, dass der andere Elternteil gar nicht in der Lage ist, selber zu dem Kind hinzufahren. Also fährt Vater oder Mutter mit dem Kind, wo das Kind lebt, zu dem anderen Elternteil. Das ist so ein bunter Strauß, der individuell berechnet wird. Und ich glaube, das ist richtig und gut. Und deshalb sagen wir, die individuelle Betrachtung und Erstattung, wie ich es jetzt bei den Fahrtkosten gerade ausgeführt habe, bietet mehr Vorteile für die Betreffenden als ein pauschaliertes Abrechnungsverfahren. Und aus diesem individuellen Mehrbedarfsabrechnung kann man auch folgern, und das gehört auch zur Wahrheit, dass Alleinerziehende schon heute mehr Leistungen erhalten als Paare, die zum Beispiel in der Grundsicherung sich befinden. Und deshalb kann ich aus den genannten Gründen viele Argumente und Schlussfolgerungen, Frau Kipping, die Sie hier vorgetragen haben und die in Ihrem Antrag stehen, auch nicht nachvollziehen. Weil bei uns steht ein anderer Ansatz im Vordergrund, nämlich die Hilfe zur Selbsthilfe. Weil wir mit diesem Ansatz viel mehr und auch langfristig erreichen. Wir stärken die Menschen. Wir wollen die Menschen mit Maßnahmen unterstützen. Wir wollen Anreize schaffen, dass die Alleinerziehenden es ermöglicht wird, den Weg unabhängig von sozialen Transferleistungen zu führen und damit in ein selbstbestimmtes Leben zu gehen. Und dazu gehört, und da führe ich noch mal den Gedanken auch des Kollegen Paschke aus, arbeits- und ausbildungspolitische Maßnahmen für Alleinerziehende. Da geht es um die Kinderbetreuung und es geht auch weiter um den Ausbau der Kinderbetreuung. Und hier können und hier werden wir auch weiter passgenau investieren. Und deshalb, liebe Kollegen der Linken, werden Sie den Anliegen der Kinder nicht gerecht, wenn Sie ausschließlich aus der Bedürftigkeit sich der Kinder, der Eltern argumentieren. Weil der Unterhalt steht ja erstmal den Kindern zu. Kollegin und für uns, Rosbeck-Kaiser, gestatten Sie eine Frage? Nein, oder ich würde gerne den Gedanken hier zu Ende bringen. Nochmal, also es geht nicht aus der Bedürftigkeit sich der Eltern zu argumentieren, sondern für uns in der CDU ist nicht der Ansatz, das Festsetzen von Leistungsbezügen im SGB II der richtige Ansatz, sondern der richtige Ansatz ist Hilfe zur Selbsthilfe. Und dass wir die Kinder, die Eltern unterstützen müssen, dass Unterhalt für die Kinder gesichert sein muss, da sind wir uns alle einig. Der Staat hilft und unterstützt. Und wir sind jetzt auch mit dem Gesetzentwurf zum Unterhaltsvorschuss, der verlängert wird, da auf dem richtigen Weg. Und deshalb kann ich zusammengefasst nur sagen, wir nähern uns dem Thema von einer anderen Sicht. Ich finde, es müssen mehrere Argumente, mehrere Aspekte dabei berücksichtigt werden. Und von daher wird es Sie nicht wundern, wenn wir Ihren heutigen Antrag ablehnen. Das Wort hat der Kollege Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.